Wir sind wieder da, haben in der Zwischenzeit mal ein bisschen gelevelt und Kleinigkeiten nebenbei erledigt. Übrigens kriegt man auch Heldenpunkte dafür, dass man einmal Sticker im Proberaum und im Kampf einsetzt. Und sich den Nintendo eShop anguckt. Genau. Ich glaube, das kann ich mal kurz zeigen für diejenigen, die genau noch nichts. Hast du noch eigentlich rausgefunden, wie man Sticker tauschen kann im Kampf? Also. Ich kann das, aber kommen wir gleich zu. Gut. Wenn ihr X drückt, habt ihr hier das andere Spiele. Da seht ihr so die letzten veröffentlichten Kirby-Spiele für den 3DS, Wii U und Switch. Wenn ihr da drauf klickt, könnt ihr in den eShop gelangen. Wenn ihr das macht, bekommt ihr hier einen Heldenbonus. Das sind zwei Äpfel oder so. Aber für alle die, die 100% Game machen wollen, ist das natürlich interessant. So, wir sind jetzt schon Level 21, deswegen kann man hier den kaufen. Wie kann ich jetzt Sticker? Gleich. Und zwar mit X könnt ihr sowohl hier als auch im Kampf eure Sticker vorholen. Und da könnt ihr dann mit A einen auswählen. Ist vorrangig dafür für diese ganzen Online-Spiele gedacht, dass du da halt dich mit den anderen unterhalten kannst. Irgendwas, genau. So. Das bin nicht ich. Nee, das ist der. Oh, theoretisch kannst du auch was mit dem behalten. Das ist auf Level 24 schon ein bisschen stärker. Das ist aber der Doktor. Ich will kein Doktor sein. Du bist ja eigentlich die Zauberin. Der Zeitmagier. Ich hab das Gefühl, ich hab ein neues Häubchen. Das ist auch so ein neues Häubchen, ja. Ja, ich hab auch neue Sachen gekauft, wo möglich war. Aber Wandermagier. Gerade eben war er noch an. War ja noch an, ja. Wo hast du noch nicht registriert? Ach so. Keine Ahnung. So. Der hier noch der junge Doktor sein und der junge Hammer. Viele junge Leute dabei. Aufbrechen. Gibt's jetzt, glaube ich, Story. Im Herzen des rot glühenden Vulkans entstieg dem kochenden Magma der Flammenfrosch Pyrosch. Team Kirby stand die vierte Feuerprobe bevor. Na dann auf. Hast du mein Häubchen denn wenigstens zu meinem Stab? Ja. Das war ja nicht der Film. Au. Wo ist der denn jetzt hin? Ins Wasser. Also ins Lava. Lava. Der hat mich gefressen. Warum? Das von mir. Ey! Dann mein Charakter aus. Nee, ich kann jetzt auch während des Dings das machen. Du kannst scheinbar als mit einmal kurz X drücken. Aber du kannst wahrscheinlich als zweiter Player nur das eine. Ich bin halt unwichtig. Mm-hmm.
Hallo? Gorschmann. Ich kann das. Noch ein bisschen nochmal. Irgendwie. Ja. Übersehe ich mich ständig. Du bist der Rosane. Ich bin der Rote. Du bist der Rosane. Verliere mich ständig aus dem Auge. Du bist der Rosane. Geschafft! Zumindest 7. Oh! Nicht mal 3 Sekunden an Gold vorbei. Und Level 22. Dann brauchen wir nur noch 1. Um die Party-Dinger weiterzumachen. Genau. Und endlich wieder Äpfel. Das ist viel wichtiger. Wie zum Dorf. Das ist doch hier. Achso, die Feuerprobe. Genau. Team Kirby löschte den Flammenfrosch und bestand die 4. Feuerprobe. Nun blickt das Gen Embryon. Ist doch nicht irgendwas okay. Wo noch schwierigere Kämpfe warten. Genau, jetzt gibt es neue Missionen auch zu bestehen. Gucken, hier haben wir. Ach, das Vieh. Da, warte mal, bitte doch, bevor wir das da killen. Erstmal. Der Elektro drauf, stimmt, den haben wir. Kostet 18 Essen. Magier. So viel. Also, nutz doch mal ein paar. Da ist noch ein Level 16 Typ. Ja, aber das nützt uns nichts, wenn wir hier empfohlen ist Level 22 haben. Das stimmt. Wolltest du die nicht aufbrauchen? Ja, hat sie sich nicht ergeben. Kannst du die auch wegschmeißen? Nö, aber. Kriegen wir ein bisschen früh. Ich überlege eher, ob man noch den. Dann noch mal. Kleinen Erfahrungsvier. Ja, dann mach mal. Oh, ne, ist gut. Dann mach mal. Dann mach mal. Sonst stoppt's eh nur ein. Na gut. Und los. Warum gibt es den nicht als Blut? Kann er sich da vorne gehen? Hey, nicht mich auf den Drachen schieben. Das sieht schon sehr merkwürdig aus, was du da an seinem Hintern machst. Perfekt. Nee, ist der Grüne.
Platte, so. Ich kann das nicht ändern. Ui, sogar ein Gold. Wir haben uns halt angekriegt. Auf zur 14. Hattest du den eigentlich gekauft oder gab's den irgendwo geschenkt? Was? Die doppelte Erfahrungswerte. Den gab's geschenkt, da habe ich noch nichts gekauft. Das, der hier ist aber erst auf 24. Noch ein bisschen entfernt. Also entweder versuch mal den. Oder wenn ich ja. Der ist ab 34. Ja, nee. 23, 28, 34. Wieso ist da einer immer noch auf Box? 23. Ich glaube, wir sind doch. 23. 28, 34. Hier haben wir noch Bronze. Ja. Ach, das Ding. Na los. Ich hab von dem mal klein kriegen. Also. Aber nicht, keine besseren mehr. Ja. Und die Glocke geläutet hast du schon. Ja. Read the battle. Die hat man jetzt schon verbraucht. So, das bin ich. Und der nächste. Jetzt. Zeitwurz. Mal schauen, ob das mehr war. Silber, Silber. Ah! Oh. Um 1,85 Sekunden. So, jetzt sind wir zumindest 23.
können wir zumindest hier mal noch neue Sachen probieren. Probieren? Zum Beispiel Dr. Platschbär. Platsch, Platsch, Platsch. Das können wir eh nicht abfüllen. Was guckst du es dir an? Doch, das erste besiege Dr. Platschbär kriegen wir gleich noch hin. Wieso steht da in Klammern H? Gibt es denn auch in nicht hart? Ja, das ist die harte Variante. Es gibt doch eine nicht harte Variante. Wie von allem. Also, gibt es glaube ich zwar nur in der Story, aber... Na dann lass uns den harten Platschbärt niederplatschen. Wer wollte mich fressen? Da wollen irgendwie viele zerfallen. Ah, mal zu früh, mal zu schwer. Spät. Das beim harten Platschberg. Bert. Bert, ja. Da ist er platt. Zumindest Gold im Wasser. Oh, gucke, drei Sachen geschafft. Töte ihn und töte ihn. Also besiege ihn, hole Silber und hole Gold. So, Team Wummschwung. Wummschwung. Mhm. Das fällt auseinander. Was fehlt? Die Nippels gleich ab. Ja, merkt schon. Oh.
irgendeine Stärkung hin. Wollten wir da drüben in das blaue Licht. Brauchen wir nicht. Mach mal ohne. Geht schneller. Hui. Trotzdem nur Bronze. 4 Sekunden. Ja. Level 24. Halte im Kampf ein seltenes Fragment. Genau, das war nämlich das, was wir da haben. Das ist ein seltenes Fragment. 1. Yeah. Ich dachte, das ist das, was du da kaputt gehauen hast, meinst du? Genau. Für den Meister ausrüsten ganz zum Schluss. So, hier noch das harte Trio. Na dann auch. Wieso sind die alle hart? Das Spiel ist für Kinder. Ich muss selber sagen, das Outfit, was ich vorhin hatte, das hat mir Schaden gemacht.
Das vorher hatten wir schon 3000 Schaden gemacht und das jetzt noch 2600. Oh, das war jetzt ja auch schwer, die Gegner, die haben auch Rüstung. Also ich habe ja, wo ich alleine gespielt habe, auch weil es Vorgabe war, mit irgendwelchen Schwachrüstungen zu kämpfen, damit gekämpft. Ich habe dann erstmal gemerkt, wie wenig Schaden die alte Rüstung hat, auf die gleichen Gegner, zu gleichen. Spessere. Da war mein Schwerttrieb hier, den ich im Mehrfachangriff mache. Nicht mal im dreistelligen Bereich. Okay. Ich denke halt auch voll, wie halt diese Zeitlinie, das voll aufgeladen ist. Hat das vorher mal ein Drittel abgezogen. Bei dem Typen jetzt hier nur noch Achtel. Oh, das wird doch. Wenn wir gegen Schwächere spielen, wahrscheinlich nicht so. Ich will jetzt auch eigentlich an Twitter. Da. Zeitlinie. So sieht das aus. Naja. Ist auch nur exzellent. Nicht perfekt. So, das mag. Damit würde ich sagen, war's das für diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten wieder. Mit auch noch den restlichen Erfahrungsding, den wir noch haben. Bis dann!